Die Gruppe ist okay so. Yes. Warum habe ich irgendwie so das Gefühl, dass der Angekettete da Taos war? I'd be glad to. Es würde mich nicht wundern. Oder wenn das Taos Erinnerungen waren. So. Das heißt, wieder runter. Wieder ab in den Windmauf. Ja, schön, dass du so sehr ranzoomst. Ja, geben wir mal ein bisschen Stoff hier. Hier rein. Wenigstens geht es gerade von den Ladezeiten einigermaßen. Hauptproblem ist wirklich immer das Initialladen, das ich euch zum Glück erspare. Größtenteils. So, und ab in den Tempel des Niedergangs. So, und dann ab in den Windmauf zurück. Blinding light of the breach pulp. Ja, die Bresche betreten. Ach stimmt ja, unsere Körper bleiben zurück. Das sind ja nur unsere Seelen, die dem Widmauf übergehen. Gott, bist du hässlich. So, das war die Brücke in Flammen, genau. Das heißt, wir treten ein. Ja, die Brücke in Flammen. Mal sehen, wer jetzt was zu sagen hat. Ich glaube, das ist ein rezerianischer Soldat. Der da auch. Dieser da auch. Ja. Ah, Falle ist ausgelöst worden. Ah, schade. Was für eine Blutung. Ah, vorwärts kommen. Okay. Das ist jetzt nicht ganz so wild. Let's take a look. Is that? No.
Ja, das kennen wir schon. Ja, Götterhammer. Die Brücke in Flammen. Ich fand mich in einem anderen Teil von Römer ganz reich wieder, einem Abbild der Brücke von Evon de Vir, dem Ort von Eotas Zerstörung durch die Götterhammerbombe. Wenn ich mir ihre Unterstützung sichern kann, könnten die Geister hier mir gegen Nerissilas helfen. Die Brücke von Evon de Vir ist nicht zufällig hier. Jemand oder etwas hält diesen Ort im Jenseits fest, eingefroren im Moment vor der Verwüstung. Der Kampf, der Explosion der Götterhammerbombe vorausging, wurde in der Zeit eingefroren. Weitere Erkundungen können den Grund dafür aufdecken. Etwas schweres Lied ging die andere Seite der Tür und drückt sie fest zu. Sind das Dutzende hier? Ihre Gesichtsausdrucke zeigen eine Mischung aus Entschlossenheit und Hoffnungslosigkeit. Das könnten Dutzende sein, also die Männer und Frauen, die sich geopfert haben, um Eotas bzw. Whitewind auf der Brücke zu halten. Ja, und das ist Whitewind persönlich. Ein triumphaler Schlachtruf ist auf ihren Lippen gefroren und ihr Speichel hängt noch in der Luft. Der Mann an der Spitze der rezerialischen Armee scheint in einem Kontrast zu seiner Umgebung zu stehen. Er wirkt eher, als würde er eine Predigt halten, als eine blutrünstige Vorhut anführen. Sein Körper quillt vor Sehnessenz über, mehr als jeder Sterbliche hoffen kann, in sich zu behalten. Herr des Lichts, das ist der heilige Whitewind selbst. Auch wenn er den Schutz einer sich um ihn versammelnden Armee genießt, zeigt sich Besorgnis in seinem Gesicht. Bist du okay, Eder? It's not something you see every day. Not even on your worst day. I suppose for the dozen, this was their worst day. Das ist nicht etwas, das man jeden Tag sieht. Nicht mal an seinem schlimmsten Tag. Ich vermute, für die Dutzenden war das ihr schlimmster Tag. I always figured the stories were exaggerations. Head of light and all that. Your people always make things sound worse than they were, but... And this looks about bad enough. Ich dachte immer, die Geschichten werden übertrieben, Kopf aus Licht und so. Die Leute stellen die Dinge ja gerne ein bisschen schlechter dar, als sie eigentlich waren. Aber das scheint niemand übertrieben zu haben. Bist du wirklich Whitewind? Er bewegt sich nicht und lässt es auch nicht erkennen, dass er dich wahrgenommen hätte. In dieser Welt ist Whitewind reglos, festgefroren zwischen Augenblicken, die bereits geschehen sind. Du hast nicht zufällig einen Priester namens Durance gesehen, oder? Er gibt keine Antwort. Ich bin sicher, er hätte gehört, wenn Durance hier eigentlich war. No, building the bomb and gloating about it from a safe distance? Yeah, it's more like him. Ja, ich bin sicher, wir hätten es gehört, wenn Durance zu jener Zeit tatsächlich hier gewesen wäre. Nein, die Bombe zu bauen und dann aus sicherer Entfernung damit anzugeben, das klingt mir nach ihm. Ihn anstupsen. Du könntest ebenso gut einen Berghang anstupsen. Der Kampf um die Brücke von Evon de Vir ist bereits geschehen. Nichts kann die Ereignisse oder ihre Abfolge ändern. Wahrscheinlich. Aus seiner Seele greifen. Die Antwort kommt zu Wort. Ein schwaches Echo von Seelenessenz, das an Whitewind hängt, stürzt sich auf dich wie ein fast Ertrunkener, der seinen ersten Atemzug nach dem Auftauchen nimmt. Where am I? And who are you? Wo bin ich und wer bist du? Widersprüchliche Emotionen gehen von seiner Seele aus, wie ein Verstand, der aus einem tiefen und unruhigen Schlaf erwacht. Du bist auf der Brücke von Evon de Vir, kurz bevor die Götterhammerbombe explodierte. The what hammer? Was für ein Hammer? Hinter seiner Verwirrung entdeckst du einen Funken des Wiedererkennens, wenn auch sehr schwach. Er kennt dieses Wort, aber womöglich erinnert er sich nicht daran. Oh no, I feel something. It's coming on like a sneeze, but bigger. This is all happening again, isn't it? Oh nein, ich kann etwas spüren. Es nähert sich wie ein Niesen, aber größer. Das alles hier geschieht wieder, nicht wahr? Wieder, was meinst du? It's coming. The cycle's turning back on itself. Alter Abstand, es kommt. Der Kreislauf wendet sich gegen sich selbst. Whitewinds Seele bemüht sich, es zu vermeiden, aber du fühlst eine unsichtbare Kraft an ihm ziehen und diesen Moment der Klarheit zerreißen. Und dann ist er verschwunden. Did they expect a dozen to stand against the dawn? Haben sie erwartet, dass ein Dutzend gegen die Dämmerung bestehen könnte?
Weitwind starrt die Reste der Verteidigung des Dürwalds nieder. Die letzten Männer und Frauen, die sich gegen ihn zur Wehr setzen. Wir waren gerade mit einem Gespräch. Bring Weitwind zurück. Mitspielen. Hier an dieser Brücke wird dein Feldzug enden fallen. Zusehen, wie die Ereignisse sich entwickeln. Eotas? Er gibt keine Antwort. Was spricht, ist weder Weitwind noch Indertas, sondern das Ergebnis ihres gewaltsamen Zusammenstoßes. Resist and the light will extinguish you. Surrender and be redeemed by the coming of the day. Leistet Widerstand und das Licht wird euch auslöschen. Ergebt euch und ihr werdet vom kommenden Tag erlöst werden. Du fühlst, wie Weitwind seinen Willen zum Angriff sammelt. Er weiß, dass das hier enden wird. Nicht, weil er es bereits unzählige Male durchlebt hat, sondern weil er gar nicht anders, weil es gar nicht anders enden kann. Bevor er zum Angriff übergehen kann, erschüttert ein Beben die Brücke. Hitze steigt aus den Steinen empor und verwandelt sich in ein Inferno. Das klingt nicht so toll. Die Brücke in Flammen, der Augenblick danach. Der von der Wucht der Bombe zerfetzte Weitwind ist ein Bild des Schmerzes. Alles Göttliche ist von ihm abgefahren und er ist bloß noch ein Sterblicher mit unerträglichen Schmerzen. Das kann kein schönes Erwachen für Weitwind gewesen sein. Etwas glitzert im Lichtschein, ein mit Gravur versehenes rundes Schmuckstück, das an einer dünnen Schnur an Weitwinds Hals herunterhängt. Das Schmuckstück nehmen. Die Schnur lässt sich nicht von Weitwinds Hals lösen, aber es gelingt ihr, das Schmuckstück abzuziehen. Es ist eine kleine Sonnenuhr. Mit der richtigen Einstellung kann sie einen Lichtstrahl auf die Tageszeit werfen. Als sich deine Hand darum schließt, wühlt das die Geister des Reiches auf. Weitwinds Sonnenuhr. Gewährt Leben durch den Tod. Der Benutzer kanalisiert und absorbiert die Verteidigung aller Feinde im Bereich. Sonnenuhren wie diese hier werden von Schäfern und Bauern verwendet, die meiste Zeit im Freien verbringen. Man misst mit ihnen die Zeit, indem man die zentrale Achse passend zum Monat ausrichtet, wodurch das Sonnenlicht durch ein winziges Loch gebündelt wird und auf eine Reihe von Zahlen fällt, die in Inneren des Rings eingraviert sind. Weitwind muss diesen Gegenstand während des Kriegs des Heiligen getragen haben, da die Luft um ihn herum vor Macht zittert. Durch dein Eingreifen aufgeschreckt kommen die Geister in stummem Zorn auf dich zu. Ich habe Xoti nicht dabei. Dafür habe ich zum Glück Palegina. Nicht Palegina. Ah, ich bringe sie gerade durcheinander. Ich habe Palegina nicht dabei, aber ich habe Xoti. Das hilft wenigstens ein bisschen. Okay, wo ist Alof? Da ist Xoti, da ist Idea, da ist Alof. Fantastische Freunde. Ah, Drachen herbeirufen, das ist immer gut. Einmal pro Ruhephase. Oh, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Brech's ab, Alof, danke. Benutzt lieber das und der benutzt das. Okay, einer ist tot. Xoti halte ich lieber auch mal. Du heilst dich auch. Okay, der Kampf ist gerade böse. Edwin, hilf mal, löst den mal auf. Oh. Alof. Spreng den hier mal. Yeah.
Xoti, das ist nicht gut. Xoti, du ziehst dich mal zurück und versuchst dich irgendwie zu heilen. Habe ich nicht noch eine Heilung?